Hallo ihr lieben Mäuse da draußen. Juhu. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Dark Project Gold, der Meisterdieb. Wir haben in der letzten Folge hier schon mal angefangen, die neue Mission zu spielen und sind mittlerweile auf zwei dieser Typen gestoßen. Zwei dieser Viecher, die eigentlich in der vergessenen Stadt schon auftauchen sollten, zumindest in der normalen Edition. In der Gold Edition jedoch ist es ein bisschen anders, habe ich so das Gefühl. Und eine der Leichen von denen ist mittlerweile auch schon verschwunden, aber das auch schon in der letzten Folge. Ich weiß nicht, ob das ein Grafikbug ist oder ob das einfach nur, ob das so sein soll, ich weiß es nicht. Jedenfalls, jetzt habe ich mich dazu entschieden, hier mal quasi ein bisschen weiter Sightseeing zu machen und mal zu hoffen, dass ich hier vielleicht ein bisschen weiterkomme. Und ja, ich schaue jetzt einfach mal hier ein bisschen weiter, gucke mal, wo geht es hier weiter, wo können wir überhaupt weiter. Okay, da haben wir einen Lufttrank und sonst nur, ja, ich würde mal sagen, sonst nur Skelettteile von einem Toten, der anscheinend schon des Längeren tot zu sein scheint. So, da können wir wieder Luft holen. Zum Glück gibt es hier immer wieder ein paar so Löcher, wo man kurz auftauchen kann und Luft holen kann. So wie hier auch zum Beispiel, wobei das ist ja gar kein richtiges Loch, sondern eher ein Eingang zu einer Festung. So. Wir scheinen also drin zu sein, habe ich so das Gefühl. Ich gucke trotzdem nochmal, ob hier irgendwas Interessantes noch versteckt ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man hier nichts an Gold findet unter Wasser. Anscheinend wirklich nicht. So, okay. Ich tauche nochmal kurz auf. So. Jetzt geht er da wieder rein. So. Sind eh nur im Kreis geschwommen. So. Okay, wo geht's hier rein? Nirgendwo. Das ist einfach nur zugemauert. So. Oh. Interessant. Da ist schon einer erschossen worden. Da wurde anscheinend schon jemand erschossen. Ich mache ja einfach mal die aus Prinzipien die Lichter aus. Was zur Hölle? Stand not against us, lest you feel the sighting of the ignorance barbs. Okay. Ich bück mich jetzt einfach mal. Fick die Henne. Hoho. Das ist ja gemein hier. Oha. Empty. Now what? Ah, es ist gar nicht mehr so scheiße eigentlich. Ich meine, gut, ich mag zwar jetzt ein bisschen was verloren haben, aber im Grunde, ich habe ja Heiltränk. Alter, was ist das denn hier? So, ich weiß jetzt nicht, wo mich das jetzt schon wieder hinführt. Ich hoffe mal wieder zu einem neuen. Da liegen nur Kochlöffel und eine Pfanne rum. Ja, der hat sich wahrscheinlich was zum Mittag gemacht. Ein Sessel, der umgeworfen ist oder fast umgeworfen ist.
so ein bisschen als, sag ich jetzt mal, als, ja, zum Ausruhen halt, ne? So. Ist das Gold? Nein, das ist eine Decke. Eine Flasche Wein. Ein Glas. Ein Käse. Könnten wir gut vertragen. Einen kleinen Käse. Einen kleinen Snack. So. Okay. Weiter geht's. The curtains went down on this guy a long time ago, but he's the best lead I have. Wir kriegen neue Anweisungen. Ah, okay, wir müssen 700 Gold finden. Interessant. So, zum Glück sind hier ein paar. Seile befestigt. So. Ja, dann schauen wir mal. Ein paar Spinnen sind hier schon ersoffen. Bin mal gespannt, was mich da alles erwartet. Speichere hier mal ab. Hallo? Ist da wer? Nein. Okay. So, ich muss hier aufpassen, dass man mich nicht sieht oder so. Ich meine, das Blöde ist halt, das sind keine Fackeln, sondern das sind einfach ganz normale Straßenlaternen. Die kann man leider nicht auslöschen. Im neuen Thief gibt es ja die Möglichkeit, gewisse Schalter zu drücken, dann werden auch so Straßenlaternen ausgeschalten. Aber hier in Dark Project war es natürlich noch nicht der Fall. Da ich sage, hier war die Technik noch nicht so ausgereift, deswegen. Okay. Da ist einer. So. Ich hoffe mal, dass die jetzt keine Wachen schicken oder sowas. So, ich habe den jetzt mal abgeschossen. Weil ich nicht unbedingt die Lust habe, dem zu begegnen und den noch weiterhin dastehen zu haben. Irgendetwas Merkwürdiges tut sich hier. Hallo? Oh, Zeig scheiße. dich! Nein. Hab keine Lust, mich zu Ich habe mir zeigen. das Ganze wohl eingebildet. Ich habe Ja, alles möglicherweise. vorher. Möglicherweise ist es hier eingebildet, möglicherweise aber auch nicht. So, ich hoffe nur, dass der mich trifft. Ich gehe jetzt mal hier in den Schatten rein. Ich guck mal, ob der wieder zurückkommt, weil wenn er zurückkommt, den ganzen Weg, dann werde ich ihn auf jeden Fall von hinten erledigen. Und ich glaube, er kommt auch wieder zurück. Das heißt, ich bereite mir schon mal den Prügel vor. Dabei nehme ich mal einen Schluck Kaffee. Schon viel besser. So, na dann komm mal her hier. Was brauchst denn du so lang? Trottest da herum wie ein, keine Ahnung, wie ein Schlafmännlein, sagte man immer. Also zumindest aus meiner Generation. Du bist ein Träumentlein. So, komm her. Na komm. Ganz brav. Ja,
genau. Nicht direkt zu mir, nein, sondern erstmal da. Wer seid ihr? Hallo, hallo. Da ist doch keiner. Keine Sorge, ich finde euch schon. Wirklich? Sehe ich aber anders. Juhu. Gute Nacht. So. Ich glaube, das sucht einer. Kommt herausgekrochen, ihr Herumtreiber! Ja, der sucht nach uns. Na, wundern tut's mich nicht. Wenn auf einmal ein Soldat oder einer vom Pfeil getroffen wird, wundern tut's mich nicht. Dass man sich dann Sorgen macht und sich denkt, wo kam der her? Woher kam der Schuss? Mag sein, dass er aus der Luft kam. Mag sein, dass er von jemandem geschossen wurde. So, okay. Das ist natürlich scheiße, wenn zwei nebeneinander laufen. Das ist scheiße. Wenn ich euch finde, seid ihr tot. Naja. Komm schon raus. Ich doch nicht. Ich verstecke mich lieber im Dunkeln. Ist schöner. Es ist schöner im Dunkeln, mein Lieber. Glaub mir. Dann hast du bessere Chance. So. So. Da ist aber schon wieder einer unterwegs. Ist schon wieder irgendwo einer unterwegs, das gefällt mir gar nicht. So, haben die irgendwelche Schlüssel dabei? Nee, oder? Nein, scheint nicht so. Die haben wahrscheinlich keine Schlüssel. So. Ich speichere hier mal wieder kurz ab. Ich möchte nicht, dass ich jetzt erkannt werde oder so weit. Naja. Herauskriechen möchte ich jetzt nicht, eher wohl heraus... Naja. Herauslaufen, herausgehen, herausschleichen. Herausschleichen trifft's eher. So. Gucken wir mal, wo ist der andere? Da läuft doch noch einer rum, oder zwei. Es gibt noch zwei Leute. Zwei Wache. Zwei Wache. Kannst du Kind durch? Zwei Wachen. So. Klingt nach zwei Wachen, die hier noch herumlaufen. Ich weiß aber nicht, wahrscheinlich im oberen Bereich. Nicht im unteren, im oberen wahrscheinlich. So. Guck hier einfach mal. So. Aha, okay. Da hängt er noch fest. Ah, scheiße, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Hallo. Ist das eine junge Frau oder ist das ein Soldat? Ich sehe das so schlecht. Ich glaube, das dürfte eine junge Frau sein. Die kenne ich nicht. Ich würde die ja am liebsten erschlagen, aber im Grunde... Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist und ob ich da überhaupt dann hinkomme. So. Ganz vorsichtig. Oh, interessant. Ein weiterer Soldat. So, ich weiß jetzt nicht, ob der da mir entgegenkommt. Läuft der? Oh, scheiße, ich habe so das Gefühl, dass der immer näher kommt. So. Versteckt mich hier mal im Dunkeln. Im Dunkeln ist gut munkeln. Okay. Ich glaube, der geht wieder zurück. Habe ich so das Gefühl, ja.
Was ist das? Nein. Flüchten ist zwecklos, du Scheiße. Ergib dich lieber Meine Herren, wie hast denn du mich jetzt gehört, ey? Ich war eh so leise. Arschloch. Na komm, ja, aua. Meine Herren, du. Lass das doch mal sein mit deinen Zahnstocher. Was soll denn das? Hast du einen riesen Zahnstocher in der Hand, meine Herren. So. Schade. Jetzt hat's mich aber wirklich derbe erwischt. Das ist, das finde ich nicht so gut. Na gut, wir haben ja noch zwei Heiltränke, also von da an, oder haben wir drei? Ich weiß es gar nicht. Drei haben wir sogar, sehr schön. Wir haben drei Heiltränke, das ist ja schon mal ganz fein. So, da scheint aber wieder einer zu kommen. Aber ich sage mal, diese Folge werde ich hier mal beenden und wir sehen uns nachher an, wer da jetzt als von der Seite kommt oder wer da angeschlichen kommt oder angetapst. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder und bis dahin macht's gut und ciao, ciao.